So, hi, willkommen zurück zu Dark Souls. Ich habe nicht mehr weiter aufgenommen letztes Mal. Hab auch seitdem nicht mehr gezockt. Werd jetzt mal wieder reinschauen. Auch erst 2 Tage her. Was ist der Plan? Ich kämpfe gegen Meister Gundyr? Meister Gundam? Ich weiß gar nicht. Der ist auf jeden Fall ziemlich hart und ähnelt dem Tutorial-Boss, auch wenn er meiner Meinung nach ein bisschen härtere Moves drauf hat und viel, viel mehr aushält. Scheine ich meinen Meister gefunden zu haben, weil der kommt mir wirklich nicht leicht vor. Aber ich habe einen Plan. Der Plan ist, ich mache jetzt mal einen Try mit Amber. Hoffe, dass das gut geht. Vielleicht lege ich ihn ja in dem Try. Hatte ich ja bisher gut Glück damit. Versuche natürlich wieder ein Phantom zu beschwören. Und sollte das nicht klappen, probiere ich einfach mal den Rest der Aufnahme so noch ein bisschen. Wipe mich da noch ein bisschen durch. Falls es nicht klappen sollte, ist mir eingefallen, dass ich ja eigentlich in Farron's Keep auch noch geradeaus hätte gehen können. Vielleicht geht da auch noch was. Beziehungsweise vielleicht geht es da auch weiter, wer weiß. Dann werde ich auf jeden Fall nach der Aufnahme erstmal da weitermachen. Gut, soweit so gut. Soweit dazu. Um ein Phantom beschwören zu können, brauche ich da eigentlich diesen Krieger des Sonnenlichts Eid? Oder ist das nur, dass ich anderen helfen kann? Weiß ich jetzt nicht hundertprozentig. Ich möchte eine Amber. Wobei es vielleicht sicherheitshalber besser wäre, sich das Amber erst kurz vor dem Fight reinzuhauen. Weil ich hier ja schon öfters von einem... Oder beziehungsweise, ja, ich wurde hier schon mal von einem Finstergeist angefallen. Das ist dann meistens ein schlechtes Zeichen, dass die öfters kommen hier. So, ich laufe so halb durch. Clear dann die paar vor dem Eingang. Hau mir das Amber rein und schau mal, ob ich ein Phantom finde. Hier ging's weiter, genau. Hier war einer. Was? Der mir gefolgt? So, einer. Das macht man doch nicht. Oh Gott, der ist ja immer noch hier. Jetzt habe ich hier aber volles Haus. Okay, wo ist denn der andere jetzt? Ah, hier. Und wer macht hier so komische Geräusche? Ah, hier geht's auch noch nach unten. Oh! Das sind ziemlich schwache Mobs hier nur. Kommt einem fast so vor, als wäre das ein Anfangsbereich, aber der Boss ist definitiv kein Anfangsboss. Wow! Nicht aufgepasst und sofort einen Fire Arrow abbekommen. So, ich mach mal den Archer da hinten zuerst. Zack, zack. Wow. Ah, hat er noch abdrücken können. Egal, ein, zwei Flask-Aufladungen machen, glaube ich, keinen Unterschied, weil ich sowieso fast nicht dazu komme, Flask zu trinken gegen den. Da muss ich es echt mal mit Dodgen schaffen, wobei mir das auch wirklich schwierig vorkommt. Hat eine gewaltige Reichweite und schlägt brutal um sich, trifft teilweise Mobs hinter sich und überhaupt, also, naja, Mobs kann man ja nicht sagen. Gegner hinter sich. Ach, ich Idiot. Das wäre überhaupt nicht nötig gewesen, fällt mir auf, weil ich ja mit Glut sowieso wieder volle HP gehabt hätte. Naja. Was soll's, ich probier's so. Glut rein. Dann schaue ich mich hier mal ein bisschen um, ob vielleicht so ein Beschwörungssymbol auftaucht. Sieht jetzt in erster Instanz erstmal nicht so aus. Ah, Hilfe. Das denke ich mir doch auch. Parieren wird benötigt. Das ist, glaube ich, eine Waffenfertigkeit. Bin ich mir aber nicht sicher. Betrug voraus. Oh, Betrug. Hier. Deceiving Wall. Nee. Deceiving Wall hier? Nee. Gut, ich mache da oben nochmal klar. Irgendwie höre ich die ganze Zeit Schritte hinter mir. Dark Souls endlich geschafft, mich vollkommen paranoid zu machen.
John Wayne, da hat er aber mal ganz schön abgedrückt. Oh. Er hat sich hier einen neuen Platz gesucht. Ich bin so schlecht. Ah, so. 8 Flask-Aufladung und eine brauche ich jetzt eigentlich noch, um mich zu heilen. Ich bin mir nicht mal sicher, ob ich überhaupt zurückkomme zum Leuchtfeuer hier, weil ich wüsste nicht, wie ich den Hügel wieder hochkomme. Ich hätte echt Bock auf eine Beschwörung. Yeah! Hätte ich noch Schatz, ja. My precious. Gut, alles geklärt. Es scheint keine Beschwörung zu geben. Will ich das wirklich so probieren? Ich glaube, ich muss. Oh Gott, das ist ja miserabel. Ja. Tja. Whatever. Da muss ich jetzt durch. Wow, was war denn das schon wieder? Alle Richtungen tritt er und schlägt er und kratzt er und beißt er. Und sogar der wird noch. Was geht? Was geht? Wenigstens zweite Phase wäre zum Aufwärmen ganz nett. Aber nächstes. Oh, ich schnitt ja noch. Ich dachte, er hat mich schon umgehauen. Puh, shit. Das war ja not even close. Aber ich verfahre mal weiter nach dem, was ich gesagt habe. Habe ich halt einen Ember verheizt. Whatever. Ich kann da noch tausende davon kaufen. Race durch. Tryen ein bisschen. Und das mache ich jetzt einfach mal eine Dreiviertelstunde. Und ja, entweder liegt er dann oder ich gebe auf und versuche erstmal an der anderen Stelle weiterzukommen. Da hieß es ja noch irgendwas von einem Drachen. Also da waren ja zwei so Nachrichten am Boden von anderen Spielern. Eine mit Drache voraus und eine mit König voraus oder sowas. Und diesen König habe ich dann ja bekämpft. Wie hieß der? Dieser verrückte König, ich weiß es nicht. Durchschuss. Gut, gleich weiter, Meister Gundir. Du musst wirklich lang. Bis kurz vor knapp warten mit den Dodge Rolls und das gefällt mir immer gar nicht. Gerade das an ihm vorbeirollen funktioniert nicht wirklich gut. Manche kann man richtig schön. Ah, fuck you. Richtig schön von hinten immer wischen, den eigentlich so gut wie gar nicht. Vielleicht die Seite wechseln, weil er ja eigentlich immer mit seine Rechten schlägt. Gut, es hat fast keinen Wert, versuchen ihm mehrere Treffer zu geben, nur in ganz bestimmten Situationen. Oh man! Er ging noch rein. Unglücklich. Okay. Boah.
Nachdem er mich vorhin schon so abgefertigt hat, hat er jetzt natürlich auch noch mehr Speed in der zweiten Phase. Sprich, jetzt werde ich so richtig gefickt. Oh Gott. Oh, call the police. Ja, da trinke ich meine Flask runter. Oh, oh Gott. Ja, klar. Also habe ich echt schweren Respekt vor den Spielern, die diese Movement-Patterns von den Gegnern durchschauen. Das ist ja wie in Pac-Man, die AI-Patterns zu durchschauen. Gut, war aber gar nicht mal so unknapp, aber ab der zweiten Phase, leck mich fett. Da schlägt er mich ja nur noch so vor sich her. Trotzdem. Es war einigermaßen knapp. Ich probiere es jetzt ja auch ohne Items. Ein Damage Buff auf meiner Waffe hätte vielleicht schon den Unterschied bedeutet. Wahrscheinlich sowieso bei dem Mob relativ wichtig, ihm viel Damage zu machen. Richtig schön viel Damage, auch mit Single Strikes. Weil wie man bei mir gerade gesehen hat, ich möchte natürlich, dadurch, dass ich auch eine Einhandwaffe habe, immer schön 2-3 Hits drauf kriegen, wenn ich ihn gerade mal vor mir habe, aber keine Chance. Eigentlich. Und in der ersten Phase soll man Damage vermeiden, so gut es geht. Ich weiß nicht, ob es besser ist, aber rechts an ihm vorbeizurollen scheint meine Chancen leicht zu erhöhen. Warum? Warum mache ich das? So verflucht schnell. Ah, okay, ich lebe noch. Ah, jetzt aber gleich nicht mehr. Ah. Okay. Ah. Nachdem er an ihm vorbeigedodged ist, wäre auch oftmals noch so ein Schritt zurück. Und dann treffe ich ihn nicht mehr mit meinem relativ kurzen Schwert. Unglaublich. Oh, jetzt will er mich aber hier richtig mit der Combo finishen. Alter, diese Reichweite ist unbeschreiblich. Puh, da muss ich so richtig up close und personal hin. Und er kann mich ja zwei Bildschirme weiter ausnocken. Also sollte ich den wirklich jetzt in so einem Übungstry hier ohne Ember legen, dann wäre es das reine Glück. Nichts mit irgendwelchen Skills zu tun. Aber daran erkennt man den First-Timer. First Time Dark Souls 3. Ich weiß gar nicht, wie sich Dark Souls so im Vergleich mit den Schwierigkeitsgraden schlägt. Ich weiß, dass Dark Souls 2
nicht so beliebt war bei den Dark Souls Fans. Ich fand es eigentlich ziemlich cool, aber wie gesagt, ich bin auch kein Dark Souls Fan jetzt. Oh, come on. Ah! Hm. Dieses Durchgerennen ist vielleicht auch einfach keine sonderlich coole Taktik. Hey. Wieder mal so viele Hits und ich hänge fest. Ja, und da findest du mich. Puh. Na egal, ich mag die Herausforderung. Weil ich auch nichts dagegen hätte, ihn mal durch Glück zu legen, so ist es ja auch nicht. Der erste Try heute, der war einfach mies. War eine saudumme Idee, den mit nur 6 Flask-Aufladungen überhaupt zu probieren. Aber hey, ich probiere es jetzt mal mit einem On-Damage-Effekt. On-Hit-Effekt oder wie auch immer man das hier sagt. Weil ich mir nicht sicher bin, dass Blutung eine gute Idee ist. Eigentlich hätte ich gern Fire. Habe ich noch Fire? Nee. Muss ich mal kurz in mein Inventar schauen. Dazu brauche ich hier aber mal kurz meine Ruhe. Das ist nett von ihm, dass er mich in Ruhe lässt. So, und zwar wäre das... Habe ich da nicht eigentlich mal welche gekauft? Verkohltes Harzbündel. Fügt der Waffe der rechten Hand Feuer hinzu. Das möchte ich. Genau. Vielleicht gibt mir das die Edge. Wer weiß. Huch, das geht aber schnell. Jetzt habe ich es gleich zweimal drauf gehauen. Ungeduldig, wie ich bin. Nein? Tja. Könnte ich einfach vor ihm herlaufen und ihn mit Wurfmessern zu Tode zergen. Die Möglichkeit mal kurz zu trinken. Effekt ist aber schon weg, oder wie? Geht ja nur sehr kurz. Zu früh gedodged. Ich habe da auch keine richtige... Mein Dodgen ist keine wirkliche Reaktion auf das gegnerische Movement, sondern einfach ein Spam. Zum Glück bin ich nicht im Mittelalter als Ritter geboren worden, weil ich wäre garantiert im ersten Schwertkampf abgestochen worden. Er zögert kurz, aber da gibt es kein Zögern bei dem Mann. Er ist nicht umsonst ein Meister. Nee. Brutalst. Ich bin einfach nur ein Punching Bag für den Typen.
Wow, yeah. Oh shit, kann er gleich nachlegen nochmal. Der einzige Move, den ich einigermaßen kommen sehen kann. Auch der. Als hätte er ihn gar nicht zu Ende geführt. Würde er einfach gleich. Komm schon. Ein noch. Oh mein Gott. Fuck, ich hab's schon kommen sehen, wie er mich ausnockt. Yes. Nice, nice, nice. Puh. Stillstand jedes einzelne Mal. Oh, 60.000 Seelen. Ich kann es nur immer wieder sagen, also das Gefühl, wenn man im Dark Souls dann so einen Encounter schafft, ist schon einfach außergewöhnlich. Deswegen ist das Spiel wahrscheinlich auch so beliebt. Weil man selten in einem anderen Spiel eigentlich merkt oder so ein Gefühl hat für das, was man vollbracht hat. Ja, 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 sehr gut. Gute Arbeit. Ja. Ich danke. Gut, wo geht's hier hin? Ich möchte übrigens zurücknehmen, was ich vorhin gesagt habe. Falls ich das schaffe, hätte es nur mit Luck zu tun. War definitiv Skill. So, was haben wir hier? Es ist in die Zeit für die Hintergründe ausgegangen. Irgendwie habe ich hier gerade ein bisschen Déjà-vu. Das kommt mir so bekannt vor. Und zwar, das ist doch exakt wie wenn man aus dem Tutorial rausläuft, oder? Genau dieselbe Stelle, bloß dass es hier alles schwarz im Hintergrund ist. Weil dafür habe ich ein Auge. Nicht unbedingt der beste, was Reaction und sowas angeht, aber sowas fällt mir auf. Ja, das ist exakt dasselbe, bloß mit schwarzem Hintergrund. Oh shit. Geht das hier gleich weiter mit solchen? Das ist jetzt natürlich nur noch eine Übung, nachdem man hier gerade gegen den Meister persönlich gefadet hat. Zwei davon würde ich trotzdem nicht gerade unbedingt gleichzeitig versuchen. Die Großaxt des Schwarzen Ritters und das Schild des Schwarzen Ritters. Schwarzer Ritter war doch so ein ganz normaler Kathedralenritter, oder? Oder nicht? Sie nicht eigentlich abseits vom Pfad? Wo war das eins weiter oben? Also dieses unsichtbar werden beim Roll-Dodgen, das feiere ich total, ne? Weiß nicht, ob es was bringt, aber ich möchte den Ding eigentlich nicht ausziehen, weil ich den Effekt viel zu stylisch finde. Ja, fett um den Gegner rumrollen und so, Shipwreck! Schade. Hätte ich mal früher machen sollen. Maschen des Schwarzen Ritters. Was geht so bei dem Schwarzen Ritter? Habe ich ja schon ein Schwert mal gefunden oder so. Oh, ist leichter. Doch. An sich gar nicht mal schlecht. Jetzt, wo ich die Silberritter-Sachen tragen kann, trage ich sie erstmal. Schauen wir das dann wieder mal zwischen den Aufnahmen genauer an.
ob sich das lohnt, ob es stylischer ist, was auch immer. Vorsicht vor rechts. Mhm. Rechts-Links-Schwäche. Kampf jetzt gegen den Gundam. Hatte ich irgendwie das Gefühl, dass es deutlich besser ist, dadurch, dass ich ihm sozusagen auf der anderen Seite seiner Waffenhand dodge. Ah, das war der Feuerschrein. Ah. Irre. Gelobt sei die Sonne, aber nicht hier. Brace the Sun, okay, den verstehe ich jetzt übrigens auch. Wurde mir erklärt, woher das kommt. Habe ich, hört man ja ständig in keine Ahnung, auf Reddit oder so. Da aber nie so richtig gewusst, woher das kommt, was das bedeuten soll. Das sah irgendwie nach einem Geheimgang aus. Jetzt weiß ich's. Er kommt von diesem Sonnenritter-Eid hier. Wohl auch der einzige Eid, der bisher in allen Souls-Titeln dabei war. Ich weiß jetzt nicht, allen Souls-Titeln. Oder nur in Dark Souls. Was? Hornissenring habe ich gerade gefunden. Den möchte ich nicht hergeben, weil ich ihn zu tight finde. Hornissenring. Lebensring? Weiß nicht. Hornissenring, verstärkt kritische Angriffe. Wie mache ich überhaupt einen kritischen Angriff? Ich habe keine Ahnung. So, 66.000 Seelen. Hätte ich eigentlich nach dem Boss mal kurz ausgeben können. Jetzt bin ich gerade so schön im Flow. Das sage ich jetzt sicher und wird vom nächsten einfach weggeboxt. Oder ich werde invaded. Kann ja auch passieren. Oh, hallo. Das ist ganz schön eng. Das gefällt mir nicht. Oh. Vernichtet meinen Fightstyle. Ich will hier nicht runterfallen. Na gut, ich hab mal ein bisschen hinter mir, oder? Komm, hau ihn einfach kaputt! Ja. Der Helm des Schwarzen Ritters. Ich ja das ganze Set kurz zusammen. Dann kommen wir hier hin. Hier gibt's was Schönes. Die Seele eines entmutigten Ritters. Das sind alles immer Ritterseelen. Jetzt keine Söldnerseelen oder Mage-Seelen. Oder ich glaube Seele eines Magiers oder sowas hatte ich glaube ich schon mal sogar. Weiß ich jetzt alles nicht mehr so genau. Hier komme ich doch nicht her, oder? Nee. Ich wollte ja eigentlich nach da hinten, weil ich da irgendwas flimmern gesehen habe. Hä? Was habe ich denn jetzt gemacht? Hier hinten ging was, genau. Die Chaosklinge. Oha. Ich drücke immer noch ständig Select. Habe ich doch am Anfang nicht gemacht. Was ist denn jetzt los? Hier, die Chaosklinge. Ein Katana. Mit hier rein aus Style-Gründen. Solide. Fast gern mal benutzen, aber jetzt bleibe ich, glaube ich, schon beim Breitschwert. Oha, hier.
Einfach das Ende vom Level mit so einer Tür. So, jetzt frage ich mich, ob ich mich da mal reinwagen sollte. Meinen letzten drei Flask-Aufladungen. Oder ob ich da eher nochmal zurück kurz sollte. Wie gesagt, jetzt habe ich nämlich echt Seelen noch und nöcher. Kann ich auch wieder schön zwei Levels ausgeben. So, da unten steht einer. Der immer wieder unsichtbar wird. Das war ein Spieler, oder? Gelobt sei die Sonne. Brace the Sun. Ja, gut. Irgendwie habe ich Schiss, weil der Raum so Bossfight-mäßig aussieht. Ich gehe zurück. Ich bin born a pussy. Flitze ich kurz zurück, gebe meine Seelen schön aus und ja, schlag mich hier nochmal durch. Kann natürlich sein, dass es jetzt vollkommen umsonst ist und ich da unten nur noch schnell den letzten Loot hätte einsammeln müssen. Aber Vorsicht ist besser als Nachsicht. Ist sogar im selben. In derselben Zone wie der ursprüngliche Feuerbrandschrein. Zwillingsdrachen-Großschild, den habe ich auch. Dieser leichteste aller Großschilde besteht aus Holz. Hat ja alles unterschiedliche Eigenschaften in diesem Spiel. Also zumindest soweit ich das jetzt durchschaue, es hat während den, na, wie heißt, während dem Loading Screens ja immer ein bisschen Tipps gegeben. Da stand irgendwas, Holz hat wenig Physical Reduction von den Schlägen dafür. Wenig Physical Reduction dafür. Geht's gut gegen Zauber ab. Oh, das ist ja süß. Süßes kleines Seelchen. Alter, wieso will ich immer Select drücken? Wieso gehe ich immer in die falschen Menüs rein? So, damit sollte das reichen. Nochmal ein Level auf Stärke zu verteilen. Labt euch an den Seelen. Was immer noch nicht. Das ist ja ärgerlich. Dann verkaufe ich doch kurz irgendwas. Und zwar. Was ist denn hier besser? Das eine ist dein Katana, das andere ist dein Krummschwert. Klewe des Schwarzen Ritters, Großaxt. Na, Klewe, komm. Werde ich vermutlich sowieso nicht usen. So. Nochmal eine Runde Stärke. Ach so. Schau mal rein, wie es eigentlich so insgesamt aussieht mit Seelen zum Benutzen. Ich habe die, eine der verdrehten Seelen von Stärke erfüllt. Und die Seele eines entmutigten Ritters. Ja, das könnte vielleicht sogar reichen für ein Level Up, aber ich glaube es eigentlich nicht wirklich. Und wenn es nicht reicht, dann habe ich wieder so viele Seelen übrig. Das versuche ich ja gerade zu vermeiden. Wenn ich jetzt hier schön 222 Seelen nur habe, dann ist das ja chilligst. Was ist eigentlich mit dem oberen Slot? Hier links auf meiner Bar. Was kann ich da reinlegen? So, meine Adrenalin-Levels sind wieder ein wenig gesenkt. Komm. Make a move, bust a move. Hohe Adrenalin-Level ist gar kein Fehler in dem Spiel.
Als würde er es kommen sehen. Vielleicht zieht er es auch. Okay, hat mir ganz schön reingeschenkt. Aber was soll's? Außer meiner Free Clut, die ich gekriegt habe, habe ich eigentlich gerade nichts zu verlieren. Face tanken ist trotzdem keine gute Idee. Immer wenn ich mich entscheide, den Shield Break zu probieren, lässt das auch schon sein. Dammit. Was ist denn los? Ja. Tja, ich krieg einfach gerade alle drauf. Ich stelle mich allerdings nicht sonderlich geschickt an, muss man auch dazu sagen. Nice! Da habe ich doch meine ganze Flask mal runtergetrunken. Und vorhin hat es so gut funktioniert, ich noch ein bisschen im Bossfight-Fever war. So, jetzt schauen wir hier mal runter. Oder die linke Seite kann ich eigentlich auch nochmal auschecken, weil ich schon mal da bin. Sehen, was wir hier sehen. Wir sehen, dass wir nichts sehen. Oh. Cool. Mein Thron. Tatsächlich so eine Art Aschenthron. Sieht ja irgendwie hardcore nach Falle aus. Das Fragment des gefundenen Schwertes. Ja, es ist scheinbar so, wie ich es mir schon gedacht habe. Ich hätte vorhin einfach nur noch kurz... Hey! Tach auch! Fancy that. A lost lamb wandereth in, with nary a peep from the bell. Well, thou shouldst my per... What can this... die verkauft hier... Wolfsritter-Set-Items. So, cool. Und Clut und überhaupt. Ist das ein Wurstspeckstein? Ah, okay. Den kann ich benutzen, um zu anderen Leuten... Na komm, kaufen wir mal. Eine Clut, warum nicht? Wenn ich schon mal hier bin, shit, vielleicht hätte ich die getrocknet. Sollte nur mit großer Vorsicht benutzt werden. Best not tarry long. Was ist mit dem Schmied passiert? Seinen Hammer hier zurückgelassen. Okay. Gibt's hier sonst noch so? Zu erkunden, zu entdecken. Da hinten leuchtet was. Oh shit, oh shit. Wo, wo, wo? Asche einer Hülle. Hm? Warum höre ich hier irgendjemand rumstapfen? Das über mir? Ja, das wird es wahrscheinlich sein. Wo geht's hier hin? Okay. Ganz schön verwinkelt, dieser Schrein. Ein eingravierter Text. Jerom der Riese aus der gottlosen Hauptstadt. Ach, jetzt bin ich ja wieder hier oben. Ja gut, was ist hier? Die Augen der Feuerbehüterin. Traurigkeit voraus. Sadness. Lügner voraus. Geheimnis voraus.
haben die sich gegenseitig beantwortet. Where the fuck bin ich denn jetzt? Nicht voraus Ehepartner. Schade. Ich dachte eigentlich, dass ich hier meine große Liebe treffen werde. Werde aber wieder enttäuscht. Das Leben ist hart. So, wie komme ich denn hier wieder raus? Hier nicht. Hier geht's wieder hoch zum Thron. Draußen gerade Baustelle bei mir vorm Haus. Ich hoffe, das hört man nicht während der Aufnahme. Extra eigentlich ein bisschen am Mic rumgespielt, dass es sowas nicht mehr auffangen sollte. Ich komme hier nicht raus. Dann habe ich eh eigentlich genug aufgenommen für die Aufnahme. Dann mache ich mal Schluss. Und ja, schau jetzt mal. Es sieht irgendwie so aus, als wäre das hier eine Sackgasse. Vielleicht muss man tatsächlich in der Farron's Keep geradeaus weiter. Wer weiß. Naja, ich wünsche euch was, ja? Ciao, ciao.